Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Märkte im Fokus Webinars. Mein Name ist Meron Behane und ich bin Derivate-Experte bei der Société Générale. Heute wollen wir uns die Automobilwerte anschauen, die aufgrund des starken Chipmangels ihre Produktivitäten runterfahren müssten, mit der letzten Bekanntmachung von Volkswagen, die jetzt auch wieder die Kurzarbeit einführen möchte, hat sich die Lage im Bereich des Chipmangels sehr stark dramatisiert. Was für einen Einfluss diese Nachrichten auf die Automobilwerte im Allgemeinen hat und wie der charttechnische Zustand aussieht, das erfahren Sie von unserem freien technischen Analysten Ralf Fayad. Bevor wir ins Webinar starten, noch ein kleiner Hinweis zu unserem diesjährigen Börsenspiel Trader 2021. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, unter dem angezeigten Link sich anzumelden. Also unter www.trader21.de können Sie sich schon anmelden und ab dem 6. September mit je zwei virtuellen Depots um den Hauptpreis kämpfen. Wie in den letzten Jahren wird der Gewinner auch in diesem Jahr einen Jaguar I-Pace gewinnen. Und darüber hinaus haben wir noch weitere Preise im Angebot. Alle Teilnehmer, die im Börsenspiel teilnehmen, bekommen die Möglichkeit, ein iPhone 12 zu gewinnen. Und der beste Spieler jeder Spielwoche erhält 2.222 Euro, die von der Börse Stuttgart gesponsert werden. Nun zu diesen Informationen, dann würde ich Sie nicht mehr länger auf die Folter schlagen und begrüße auch hier unseren freien technischen Analysten Ralf Fayad und würde ihm das Wort übergeben. Ja, schönen guten Morgen, Meron. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Vorneweg wie immer ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Sendung dient ausschließlich Informationszwecken, stellt insbesondere keine Anlageberatung dar und Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Wenn wir zurückschauen, was in der vergangenen Woche relevant war, was die Aktienmärkte und sonstigen Märkte bewegt hat, ja, da haben wir zum einen natürlich das grundsätzliche Problem der grassierenden Delta-Variante des Coronavirus, was hier so ein bisschen die Konjunktursorgen befeuert hat. Ja, wir haben auch bei den konjunktursensiblen Rohstoffen deutliche Einbrüche gesehen. Hier sehen Sie WTI-Öl auf Wochensicht fast 9% im Minus, auch Kupfer extrem eingebrochen, auch die ja, Industrie-Edelmetalle Palladium und Platin sehr heftig unter Druck. Gold konnte sich hingegen einigermaßen stabil halten als sicherer Hafen. Ansonsten die Konjunkturdaten haben auch nicht dazu beigetragen, dass hier die Anleger mehr Konjunkturoptimismus an den Tag hätten legen können. Wir haben beispielsweise den Empire State Manufacturing Index und den Philadelphia Fed Index gesehen, die beide deutlich schwächer als erwartet hereinkamen und eben eine konjunkturelle Abschwächung in der weltgrößten Volkswirtschaft signalisieren, beziehungsweise zumindest ein schwächeres Wachstum. Wir sind ja hier noch nicht auch nicht in unmittelbarer Nähe des kontraktiven Bereichs, also aber die Dynamik lässt eben nach und das ist ganz ähnlich, wie wir das ja auch bei den letzten Daten hier für Deutschland gesehen haben vom ZDW-Index und dem Sentix-Konjunkturindex, die als Vorläuferindikatoren gelten für den in dieser Woche reinkommenden IFO-Index. Ja, die Fed hat ihr Protokoll veröffentlicht von der letzten FOMC-Sitzung, die sogenannten Minutes, ja, und die waren mit Spannung erwartet worden, wie hier die Diskussion zum Thema Tapering, also Reduktion der Anleihekäufe von derzeit 120 Milliarden US-Dollar pro Monat, ja, was da die Fed-Mitglieder denken. Und daraus hat sich eben gezeigt, dass hier eine Mehrheit wohl vorhanden ist an Mitgliedern, die eine Reduktion bereits im laufenden Jahr für denkbar hält. Konkret festgelegt hat sich die ganze Sache natürlich noch nicht, aber ja, es gab so einen kleinen
Stimmungsaufheller am Freitag, der Dallas Fed-Chef Robert Kaplan, der hat in einem Interview gesagt, dass er seine, seine Forderung nach einem Tapering, je nachdem, wie sich die Situation mit dem Delta-Virus weiterentwickelt, ob hier möglicherweise eine Wirtschaftsabschwächung daraus resultieren konnte. Wenn das eben der Fall wäre, dann würde er Abstand nehmen von einem Tapering und damit ja, würde das Ganze wohl in das nächste Jahr einfach verlegt werden. Ja, ansonsten, ja, der Dollar hat profitieren können. Wir haben ja eine Rallye gesehen, die dann am Freitag eben mit der gestiegenen Risikofreude dann ein bisschen unter Gewinnmitnahmen gelitten hat, aber der Dollarindex auf Wochensicht immerhin ein gutes Prozent im Plus. Euro-Dollar schauen wir uns ja nachher dann auch im Chart an. Ansonsten natürlich, wie erwähnt, vor allem ja die Sektoren im Fokus und hier waren insbesondere die defensiven Sektoren gefragt. Wir haben hier, wenn wir uns mal die Performance, die Wochenperformance der DAX-Sektoren anschauen, Versorger auf dem ersten Platz mit einem kräftigen Anstieg um 5,5% in der vergangenen Woche, dann Einzelhandel, Telekommunikation, Pharma und Healthcare und dann Immobilien. Also man sieht schon hier die klassischen defensiven Sektoren, die wurden gekauft, während der automobillastige DAX eben unter der Schwäche des Automobilsektors litt. Hier der Sektorindex um 7,1% eingebrochen auf Wochensicht. Und hier natürlich zum einen die Bekanntmachung von Toyota, ein Belastungsfaktor, der weltgrößte Automobilhersteller, der will seine Produktion hier herunterfahren im kommenden Monat und da ist eben der Mangel insbesondere im Chipsektor, aber auch Zuliefererprobleme aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen waren hier das Argument und wie bereits von Merona erwähnt, ist es auch so, dass Volkswagen signalisiert hat, dass man hier im Stammwerk eben in Wolfsburg nur noch eine Schicht fahren wird, weil man eben hier auch seine Probleme hat mit den entsprechenden Teilen, die man eben benötigt heutzutage, um ein Auto zusammenzubauen. Hier insbesondere eben die Chip-Werte. Ja, und Infineon vielleicht noch erwähnenswert, am Freitag deutlich im Plus. Der Infineon-Chef hat hier verkündet, dass man die Chip-Preise anheben wird oder schon angehoben hat für seine Kunden. Wenn wir nachher noch Zeit haben, könnten wir nach einigen Automobilwerten, die wir uns dann charttechnisch anschauen, vielleicht auch noch Infineon anschauen. Die Aktie befindet sich in einer charttechnisch interessanten Position. Ja, die Trading-Termine für die laufende Woche von der Makro-Seite, da haben wir insbesondere die Einkaufsmanager-Indizes von Market im Fokus, natürlich insbesondere die Eurozone relevant. Heute haben wir auch die für die USA, da der ISM-Index, der nationale Einkaufsmanager-Index, nicht veröffentlicht wird, könnten hier auch die Daten von Market für entsprechende Kursausschläge sorgen. Im Allgemeinen erwarten die Analysten, dass die Einkaufsmanager-Indizes im Vergleich zum Vormonat eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums signalisieren. Ja, und wie bereits erwähnt, am Mittwoch dann der IFO-Geschäftsklima-Index als wichtigster deutscher konjunktureller Frühindikator im Fokus, sowie in den USA die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter. Dann am Donnerstag die Daten zum US-BIP, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA mit dem BIP-PCE-Deflator, also der wichtigste Inflationsmaß der US-Notenbank Fed. Und am Donnerstag startet auch
das stark im Fokus stehende Notenbankertreffen in Jackson Hole, Wyoming. Dieses Mal findet es allerdings nicht im schönen Jackson Hole statt, sondern es ist eine virtuelle Veranstaltung, natürlich Corona-bedingt. Die wichtigste Rede sicherlich natürlich von Fed-Chairman Jay Powell und das Ganze dann am Freitag um 16 Uhr. Und hier hoffen sich die Marktteilnehmer Aussagen über die Rückführung des Anleihekaufprogramms. Ist natürlich fraglich, ob jetzt nach der Veröffentlichung der Minutes, also des Protokolls, hier noch viel Überraschungspotenzial da sein wird. Aber auf alle Fälle ist das etwas, was nachrichtlich im Fokus steht. Und je nachdem sollte man hier einen Blick drauf haben, ob es da nicht zu überraschenden Aussagen kommt. Um 16 Uhr beginnt also die entsprechende Rede. Ja, von der Unternehmensseite haben wir aus dem DAX-Zahlen die endgültigen Zahlen von Delivery Hero. Vorläufige Zahlen wurden ja hier schon veröffentlicht. Ja, dann gehen wir in die technische Analyse und wie immer starten wir mit dem DAX im Wochenchart. Und was wir hier sehen können, ist, dass wir im Bereich knapp unterhalb des Rekordhochs bei 16.030 Punkten in den Konsolidierungsmodus übergegangen sind. Wir sind in die vorausgegangene Range zurückgefallen, aber mit der Erholung vom Wochentief konnte hier größerer charttechnischer Schaden vermieden werden. Wir haben hier eine Unsicherheitskerze. Es ist zwar auch pro forma ein sogenannter bärisch Harami, aber hier wäre das nur als Warnsignal und nicht als Verkaufssignal aufzufassen aufgrund des übergeordneten dynamischen Aufwärtstrends. Und wir haben ja hier auch eine hohe Volatilität im kurzfristigen Zeitfenster. Insofern sollte man hier den Candlesticks in diesem Bereich nicht so große Bedeutung beimessen. Wir sehen jedenfalls, dass die Schwäche von den Marktteilnehmern genutzt wird zu Käufen. Das sehen wir also an dem ausgeprägten unteren Schatten hier auch im Bereich der 50-Tage-Linie und des 38,2% Fibonacci-Retracements dieser Aufwärtswelle. Schauen wir uns gleich noch im Tageschart etwas genauer an. Auf der Oberseite sehen wir hier den weiterhin noch offenen Kurszielbereich um die 16.200 Punkte. Falls wir jetzt hier die 16.030 knacken würden, dann wäre das hier ziemlich schnell erreichbar. Und dann würde es spannend. Die Sentimentdaten haben sich ja, wenn man sich das anschaut, in der vergangenen Woche extrem in Richtung Panik beziehungsweise Pessimismus entwickelt. Das ist für den geringen Ausschlag, den wir hier prozentual vom Rekord hoch gesehen haben, sehr erstaunlich und spricht eher dafür, dass wir hier noch Aufwärtspotenzial haben, beziehungsweise umgekehrt lässt sich sagen, wenn wir aus dieser Sentimentkonstellation heraus jetzt nicht weiter nach oben laufen können und eben dieses ausstehende Kursziel hier noch abarbeiten, dann wäre das ein sehr bärisches Zeichen. Das würde für einen Paradigmenwechsel sprechen, dass wir also in eine kräftigere Korrekturphase einmünden könnten. Saisonal gesehen haben wir natürlich weiterhin Gegenwind. Der August ist ja ein tendenziell schwacher Monat und erst so ab Ende September, Oktober haben wir dann wieder saisonalen Rückenwind. Denn nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir haben hier einfach von der Sentiment-Seite einen starken Unterstützungsfaktor und auch die Preisentwicklung signalisiert, dass eben dieses noch verbliebene Kursziel abgearbeitet werden könnte. Wenn wir uns das im Tageschart anschauen, nicht in diesem Tageschart, sondern in diesem Tageschart, dann sehen wir auffallend in den vergangenen Tagen, jedes Mal wurde Schwäche zur Eröffnung
gekauft. Das heißt, der Schlusskurs war immer höher als der Eröffnungskurs, selbst als es abwärts ging. Das spricht also dafür, dass die weniger zittrigen Hände hier noch kaufen. Nach der Eröffnung, wo eben die meisten, ich sag mal, Privatanleger agieren und ihre Orders dann ausführen lassen. Das ist also ein unterstützender Faktor und preislich, wie gesagt, das 38,2% Fibonacci Retracement und die 50-Tage-Linie in schwarz dargestellt, die wurden hier erreicht und könnten durchaus den Ausgangspunkt für eine Fortsetzung der Rallye legen. Dazu müssten wir die 15.970 noch als Bestätigung überwinden, als Marke, die hier eben den korrektiven Abwärtstrend beenden würde, dann eben mit nächsten Kurszielen im Bereich 16.030 und vor allem um die 16.187. Darüber haben wir noch einen Ausdehnungsbereich bei etwa 16.282, 16.300. Und nur wenn wir wirklich da nachhaltig drüber ansteigen würden, dann käme es wahrscheinlich zu so einer Blow-off-Situation, also einer Melt-up-Rally, wenn man so möchte, dass es zu einem Short-Squeeze käme. Alle die, die eben sich hier auf der Short-Seite positioniert haben, müssten sich dann hier eventuell eindecken und würden die Rally damit zusätzlich befeuern. In dem Fall wäre so der Bereich um die 16.600 Punkte maximal, aus meiner Sicht der Bereich 17.000 Punkte vorstellbar, aber das bleibt abzuwarten, solange wir hier nicht nachhaltig über die 16.200, 16.300 Punkte ansteigen, besteht eine gute Wahrscheinlichkeit dafür, dass es anschließend zu einer mittelfristigen Korrekturphase kommen würde. Sollten wir hingegen nachhaltig drüber ansteigen, dann wäre das Ganze zeitlich verschoben, aber dann mit einer entsprechend größeren Fallhöhe natürlich versehen. Ja, dann schauen wir uns hier noch Euro-US-Dollar im Monatschart an. Hier befinden wir uns weiter in einer Seitwärtskorrektur unterhalb von 1,2350 und hier testen wir jetzt die untere Begrenzung dieser Range, die zugleich die Ausbruchszone war, aus der hier dieser Boden gebildet wurde. Also hier wird es jetzt übergeordnet charttechnisch spannend. Und wenn ich hier den Tageschart zeige, da haben wir hier den mittelfristigen Abwärtstrend vom Zwischenhoch bei 1,2266 mit einem neuen Verlaufstief unterhalb dieses Tiefs hier bei 1,1704. Das Ganze ist noch nicht nachhaltig, könnte sich also noch als Fehlausbruch entpuppen. Wir sind hier schon ziemlich überverkauft, aber selbst wenn es hier zu einer Gegenbewegung käme, hätten wir im Bereich um die 1,1780, 1,1805 und vor allem im Bereich 1,1895 bis 1,2009 wichtige Widerstandsbereiche vor uns liegen. Und solange wir nicht nachhaltig über die letztgenannte Zone, wo die 200-Tage-Linie den oberen Abschluss bildet, hier in blau dargestellt, solange wir da nicht nachhaltig drüber ansteigen, besteht eine Gefahr, dass wir hier noch weiter nach unten abrutschen und hier in dem Bereich zumindest 1,1604 testen. Darunter würde dann der übergeordnet kritische Supportbereich um die 1,15 in den Fokus rücken, der eben den Ausgangspunkt für ja, die übergeordnete Bodenbildung bildete. Da kommen wir zum Euro-Bund-Future und hier haben wir ja eine wenig schwungvolle Erholungsbewegung zuletzt gesehen nach diesem Einbruch vom Rallye-Hoch bei 177,61. Das Ganze sieht so aus, als ob wir hier noch zumindest eine zweite Abwärtswelle einplanen müssen.
Und hier würde dann natürlich der Bereich 175, 80, 176, 03 als potenzielles nächstes Kursziel in den Blick rücken. Bei etwa 175 dann die strenge 50-Tage-Linie und ja, der kritische Support-Bereich aus meiner Sicht hier liegt bei 173, 78 bis 174, 77, solange wir uns hier dann spätestens stabilisieren können, sind die Aussichten nicht schlecht, dass wir nochmal in Richtung des Rallye-Hochs und vielleicht auch knapp darüber in Richtung 178 ansteigen können. Sollten wir uns hingegen hier nicht stabilisieren können, dann würde die übergeordnete Bodenbildung wieder stärker in den, Top-Bildung wieder in den stärker in den Fokus rücken. Wir sehen hier, dass diese Top-Bildung allerdings erst abgeschlossen wäre, wenn wir unter die 169, 170 Punkte rutschen würden, hier im adjustierten Endloskontrakt und mit einem Rücksetzer in den Bereich der überwundenen Abwärtstrendlinie der 40-Wochen-Linie, die etwa der 200-Tage-Linie entspricht. Das wäre hier nur ein klassischer Pullback und würde eben die Rallye vom Tief hier bei 169,94 noch nicht ernsthaft in Frage stellen. Und damit wäre das unter antizyklischen Aspekten interessant, hier noch einmal eben in Richtung 177,61 zu spekulieren. Man hätte hier insbesondere einen engen Stop-Loss und könnte dann, sollte es zu einem nachhaltigen Bruch kommen, die Position drehen mit dann Ziel um die 170. Ja, dann schauen wir uns als nächstes den Goldpreis an. Wir haben ja hier nach dem Flash Crash und dem erfolgreichen Test dieser horizontalen Unterstützungsregion in grün dargestellt, eine bullische Hammerkerze ausgebildet und hängen jetzt da so ein bisschen im Widerstandsbereich dieser internen Abwärtstrendlinie und dieser horizontalen Widerstandszone fest. Also hier haben wir noch keine neue Signallage vorliegen. Das würde sich erst ergeben, wenn wir diese wichtige nächste Widerstandsregion bis 1834 aus dem Weg räumen. In dem Fall stünden die Chancen recht gut für deutliche weitere Kursgewinne zunächst in Richtung dieser kritischen mittelfristig kritischen Widerstandsregion 1921 bis 1974. Ja, schauen wir uns den Tageschart dazu an. Und da sehen wir haben hier einfach eine Bastion an Widerständen, die gestaffelt sind, insbesondere auch neben dieser horizontalen Widerstandsregion praktisch alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien inklusive 200 Tagelinie befinden sich hier und eben die korrektive Abwärtstrendlinie. Also hier baut sich aber Spannung auf. Also man sieht, trotz des gestiegenen Dollars konnte sich der Goldpreis hier stabil halten. Insofern ist also nicht ausgeschlossen, dass wir nach der Konsolidierung eine dynamische Attacke in Richtung 1834 erfahren. Und ja, wie gesagt, erst nach ein nachhaltiger Anstieg darüber würde eben eine mittelfristige Bodenbildung bestätigen und hier ein Anschlusskaufsignal generieren, während wir, wenn wir hier nochmal Schwäche sehen, voraussichtlich im Bereich um die 1724, 1730 nächste Unterstützung haben. Darunter wäre ein neuerlicher Test dieser breiten horizontalen Unterstützungsregion bei 1644 bis 1671 vorstellbar. Und ja, wenn wir die allerdings noch häufiger testen, steigt mit jedem Test dann das Risiko, dass letzten Endes dieser Support gebrochen wird und hieraus dann sich ein deutlicheres Anschlussverkaufssignal ergeben könnte. Ja, dann schauen wir uns als nächstes den Ölpreis an. Hier in den Brent-Ölpreis, also die Nordseesorte, und wir sehen hier, dass wir jetzt einen wichtigen Unterstützungsbereich erreicht haben, der sich aus der Rückkehrlinie des korrektiven
Abwärtstrendkanals ergibt. Und ja, wir haben hier neben der Rückkehrlinie auch eine horizontale Unterstützung, die sich hier aus diesem Reaktionstief vom Mai ergibt. Und wir sehen hier auch noch die steigende 200-Tage-Linie aktuell hereinkommen. Und da haben wir also einige wichtige Unterstützungsmarken in unmittelbarer Nähe. Und im asiatischen Handel sehen wir schon, dass Schnäppchenjäger aktiv wurden im Bereich dieser Rückkehrlinie. Also wir haben hier zwar ein Mehrmonatstief markiert, aber das könnte hier ein erstes Anzeichen dafür sein, dass sich hier der Verkaufsdruck erschöpft hat und wir eine Gegenbewegung oder zumindest eine Stabilisierung sehen. Und ja, damit sich die Lage allerdings deutlicher aufhält, müssten wir hier nicht nur dieses potenzielle nächste Erholungsziel bei etwa 67,44 bis 68 Dollar überwinden, sondern hier auch noch die gestaffelten Widerstände im Bereich 71 bis etwa 73,60, wo aktuell die korrektive Abwärtstrendlinie verläuft. Also hier bis auf weiteres Erholungschancen, Stabilisierungschancen, aber eine unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends ist hier noch nicht ableitbar. Und wenn wir jetzt hier signifikant unter diese aktuelle Unterstützungsregion rutschen würden, also auch unter die 200-Tage-Linie aktuell bei 63,17 Dollar, dann wäre natürlich der Test dieser horizontalen Unterstützung bei knapp über 60 Dollar das nächste Etappenziel auf dem Weg nach unten. Ja, dann kommen wir zum Dow Jones Industrial hier im Wochenchart, also zum US-Aktienmarkt. Und was wir sehen können, ist, wir befinden uns in einer Konsolidierung knapp unterhalb des Rekordhochs, also ähnliche Konstellation. Und ja, im Wochenverlauf ein knapp höheres Hoch, aber keine Anschlusskäufe. Aber vom Tief konnten wir uns auch wieder deutlich erholen, also hier quasi auch in Hab-8-Stellung. Ja, möglicherweise warten die Märkte hier wirklich darauf, ob sich aus dem Notenbanker-Symposium am Freitag insbesondere dann Impulse ableiten lassen. Ja, wie gesagt, die Sentimentdaten sind schon deutlich zurückgegangen, aber ja, es wäre dann interessant zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln, falls es zu einer Fortsetzung der Rallye kommt und sich zugleich dann eben nicht der andere wichtige charttechnische Gesichtspunkt, der bei den US-Märkten derzeit im Fokus steht, nämlich die Marktbreite, wie sich dann die Marktbreite eben entwickeln würde. Denn die Marktbreite-Indikatoren, die signalisieren potenzielles Ungemach. Also die Rallye, die wir sehen, die wird nur noch von wenigen Aktien getragen. In der Breite geht es hier schon abwärts, muss man sagen. Wir haben hier eine deutliche Eintrübung, was jetzt beispielsweise die Zahl der Aktien über der 200-Tage-Linie angeht oder die durchschnittliche Entfernung vom 52-Wochen-Hoch. Wenn man sich diese Indikatoren anschaut, dann sieht man also, dass der Gesamtmarkt hier die Rallye schon länger nicht mehr mitträgt. Und sollte sich diese Konstellation eben nicht auflösen, falls jetzt hier die pessimistisch gestimmten Anleger gezwungen sind, hier ihre Short-Positionen aufzulösen und es dann zu einer Fortsetzung der Rallye kommt und dann möglicherweise hier das Sentiment sich deutlich aufhält, ohne dass sich die Marktbreite-Indikatoren gleichzeitig verbessern, dann würden aus meiner Sicht die Alarmglocken läuten für eine dann anstehende deutliche mittelfristige Korrekturphase. Aber das bleibt abzuwarten. Im Moment haben wir noch eben beide Optionen offen. Und wenn wir uns das hier angucken, auch wenn jetzt
hier mit dem Reversal, also wir haben ja unter Candlestick-Aspekten schon fast eine Morningstar-Umkehrformation gesehen im Tageschart beim Dow Jones Index. Nicht ganz ausreichend, da wir nicht signifikant über der Mitte dieser roten Kerze geschlossen haben. Aber was ich aus meiner Sicht mit größerer Wahrscheinlichkeit sagen lässt, ist, dass wenn wir jetzt hier auf ein neues Tief unterhalb dieses Doji-Tiefs, des Wochentiefs bei 34.690 Punkte rutschen würden, obwohl die Sentimentdaten so sind, wie sie aktuell sind, dann hätten wir eben auch diesen Paradigmenwechsel. Dann würde sich die Situation irgendwie komplett anders darstellen als seit dem Tief beim Corona-Crash, denn Rücksetzer, die auf diesen Sentiment-Leveln, auf dieses Sentiment-Level zurückführten, haben bislang jedes Mal dann ein Tief markiert. Und wenn das jetzt dieses Mal anders wäre, dann würde es eben diesen Regimewechsel nahelegen, dass also eine kräftigere Korrekturphase unmittelbar ansteht. Ja, dann kommen wir zu den Automobilwerten und vielleicht zeige ich als erstes mal den Übeltäter. Da habe ich jetzt aktuell noch keinen Kurs von heute. Ich kann mal schauen, ob ich den noch schnell einladen, hochladen kann. Das wäre natürlich eher interessant zu wissen. Nochmal kurz nachrichtlich, wie gesagt, Toyota hat gewarnt, dass die Produktion zurückgefahren werden muss. Und ja, da haben wir die Kerze von heute. Also eine Gegenbewegung, die grüne Kerze. Und ausgehend von dem Jahreshoch eine Korrekturbewegung. Also das Ganze hier mutet noch nicht an wie ein Doppeltop. Dafür war hier die Range aus meiner Sicht zu gering. Mit dem Rutsch unter das Konsolidierungstief haben wir natürlich dann das Signal für eine deutlichere Korrekturbewegung bekommen. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen rauszoome, dann sieht man, dass der erreichte Bereich hier ist hier eine relevante Marke. Es war das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2015 und eben das jüngste Konsolidierungshoch hier. Insofern eine wichtige Unterstützung. Knapp darunter sehen wir, kommt die steigende 200-Tage-Linie herein. Also wichtige, übergeordnet wichtige Unterstützungsthemen und darunter auch diese beschleunigte Trendlinie aktuell bei etwa 8.300 Yen. Und diese Linie ist aus meiner Sicht dann kritisch. Also wenn wir hier im Bereich vielleicht um die 200-Tage-Linie noch runterrutschen sollten, dann könnte man hier überlegen, antizyklisch auf der Long-Seite zu agieren mit einem Stop dann unterhalb dieser Unterstützung bei etwa 8.000 Yen. Also darunter sollte man aus charttechnischer Sicht die Reißleine ziehen, weil dann hier eben langfristig bedeutsame Unterstützungen gebrochen sind und auch dieser mittelfristige Aufwärtstrend gebrochen wäre. Aber solange es nicht passiert, könnte auch mit Blick auf die bereits erreichte, überverkaufte Lage hier eine antizyklische Long-Gelegenheit sich ergeben. Wie gesagt, heute schon eine Gegenbewegung, ein Pullback an die 100-Tage-Linie hier in violett dargestellt. Unter Chance-Risiko-Aspekten ist das jetzt natürlich hier uninteressant. Mit Blick auf die nahen Widerstände an dieser Stelle die Long-Seite zu spielen. Also da müssten wir zunächst einmal natürlich diesen Widerstandsbereich bei etwa 9.450 Yen und dann die 50-Tage-Linie bei 9.800 Yen aus dem Weg räumen, bevor wir dann zur
kritischen, zum kritischen Widerstand hier des Zwischenhochs bei etwa 10.150 Yen vorstoßen würden. Und erst darüber hätten wir Gewissheit, dass also der korrektive Abwärtstrend beendet ist. Und insofern ist natürlich die antizyklische Variante wesentlich attraktiver, falls es hier also noch zu einer weiteren Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung 200-Tage-Linie käme, dann könnte man hier nochmal in Richtung Mehrjahreshoch spekulieren, hätte zumindest ein, nicht nur eben den noch intakten Aufwärtstrend als Argument, sondern auch ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, dann schauen wir uns als nächstes die Aktie von Ford an. Ford Motor, also wie man sehen kann, in einem übergeordneten schönen Aufwärtstrend, eine sehr, sehr starke Kursrallye gesehen hier vom Corona-Crash-Tief, hier ein paar hundert Prozent ging es nach oben. Aber wenn ich noch ein bisschen weiter rauszoome, dann sieht man, dass wir mit dem Rallye-Hoch ziemlich exakt diese dominante, ganz langfristige Abwärtstrendlinie erreicht haben und ja abgeprallt sind und uns seither in einer Korrekturphase befinden. Und diese Korrektur hat jetzt nach einer eher seitwärts gerichteten Tendenz sich fortgesetzt in der vergangenen Woche mit neuem Verlaufstief. Die 100-Tage-Linie in Violett wurde dabei unterschritten, die vorher noch als Auffangbereich fungiert hat. Und ja, damit sollte man zumindest einplanen, dass es eben auch hier zu einem Test der 200-Tage-Linie kommen könnte, aktuell etwa im Bereich um die 11,93 Dollar. Ja, und knapp darunter hätten wir dann eine kritische horizontale Unterstützung bei 11,14 Dollar. Also das letzte Verlaufstief im ja noch intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Da sollten wir also möglichst nicht nachhaltig drunter rutschen, damit sich das ganz langfristige Chartbild nicht eintrübt. An aktueller Stelle haben wir noch kein verlässliches antizyklisches Kaufsignal. Also wir sehen hier eine Spinning Top Kerze im Bereich des 76,4% Fibonacci Retracements. Also es ist mit dem ausgeprägten unteren Schatten schon ein positives Indiz, dass wir hier eine Gegenbewegung sehen könnten, vielleicht in Richtung 12,80 oder sogar 13,30 bis etwa 13,45, 13,50. Aber aus sich heraus gesehen ist das meiner Einschätzung nach hier kein ausreichendes antizyklisches Kaufsignal. Man müsste eher bei einer Erholungsrallye hier im Bereich etwa 13,30 Dollar, 13,40 überlegen, ob man hier nochmal die Short-Seite spielt in Richtung 200-Tage-Linie. Mit Blick auf das übergeordnete Chartbild wäre es halt erst im Bereich etwa der 200-Tage-Linien interessant, eine antizyklische Positionierung einzunehmen und dann eben einen Stop-Loss unterhalb des Reaktionstiefs bei 11,14 Dollar zu platzieren. Ja, sollten wir hingegen ohne diese wichtige Unterstützungsregion erreicht zu haben, hier weiter hochlaufen, jenseits dessen, was eine normale technische Erholungsbewegung darstellt, also hier über die korrektive Abwärtstrendlinie und dieses Reaktionshoch bei 14,05 Dollar ansteigen, dann hätten wir ein erstes prozyklisches Indiz, dass dieser korrektive Abwärtstrend beendet werden könnte. Bestätigt wäre das Ganze über 14,79 Dollar und dann würde ich einen neuerlichen Test hier dieser ultralangfristigen Abwärtstrendlinie bei 16,41 Dollar aktuell und dieses Reaktionshochs bei 16,45
für wahrscheinlich halten. Aber das bleibt, wie gesagt, zunächst einmal noch abzuwarten. Ja, kommen wir zu Tesla. Die Tesla-Aktie befindet sich ja auch in einer charttechnisch spannenden Situation. Wir haben hier von dem Rallye hoch, ich zoome hier nochmal kurz raus. Also seit der extrem dynamischen Rallye, die wir hier gesehen haben, also Tesla war zu diesem Zeitpunkt hier die relativ stärkste Aktie am US-Aktienmarkt. Seither ist diese relative Stärke vorbei. Also die Korrektur, die wir seither sehen, die hat hier bis in den Bereich um die 540 Dollar zurückgeführt. Und nach einem neuerlichen Test dieses Tiefs sehen wir hier einen mittelfristigen Aufwärtstrendkanal mit einem Mehrmonatshoch hier knapp unterhalb dieser Unterkante der Kurslücke bei 732,61 $. Diese Range wurde hier zuletzt bärisch aufgelöst und was wir jetzt sehen können, ist der Test eines wichtigen Unterstützungsclusters. Hier natürlich die Aufwärtstrendlinie vom Mai-Tief, dann die 200-Tage-Linie, die 50-Tage-Linie, die 100-Tage-Linie, die bilden also ein Unterstützungsbündel, solange dieses hält. Also insbesondere wenn solange hier dieses Tief bei 648,84 Dollar nicht unterschritten wird, insbesondere per Tagesschluss, womit dann auch diese Hammerkerze neutralisiert wäre, diese bullische, besteht die Chance, dass sich also dieser mittelfristige Aufwärtstrend fortsetzt. Eine erste preisliche Bestätigung wäre eine Rückeroberung des Bereichs 697,63 Dollar per Tagesschluss und dann natürlich ein Tagesschluss über der Kurslücke hier bei 732,61. Dann hätten wir, wenn wir also diese Bestätigung abwarten, allerdings zunächst einmal nur ein Kurspotenzial in Richtung 777, 781 US-Dollar und diese Zone ist dann kritisch für die Frage, ob wir nochmal einen zeitnahen Vorstoß in Richtung Rekordhoch bei 900 Dollar dann sehen. Ja, die bärische Alternative, also ein Rutsch unter das Tief der vergangenen Woche, das würde hier erwarten lassen, dass wir nach der Bestätigung mit einer Verletzung der Marke von 620,46 Dollar dann zumindest diese wichtige Unterstützungsregion eben bei 540, 550 US-Dollar noch einmal antesten. Und ja, darunter, falls wir diese Marke dann nachhaltig verletzen, da müsste man dann in Richtung einer größeren Umkehrformation denken. Also wenn wir hier darunter rutschen würden, dann ließe sich charttechnisch durchaus argumentieren, dass wir dann eine übergeordnete Umkehrformation in Gestalt eines fallenden Dreiecks dann komplettiert hätten. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nur ein Szenario, das eben erst aktiviert wird, wenn wir unter diese Tiefs fallen. Dann ergäbe sich allerdings wirklich deutlicheres Abwärtspotenzial. Und ja, das bleibt abzuwarten. Ja, dann kommen wir zum größten europäischen Autobauer Volkswagen. Hier haben wir auch eine korrektive Phase. Ja, wenn ich ein bisschen rauszoome, sehen wir eine kräftige Rallye vom Corona-Crash tief. Nicht ganz auf ein Rekordhoch, also wir sind hier noch deutlich unterhalb der Spitzen aus dem Jahr 2015 noch geblieben oder naja, was heißt deutlich, jedenfalls ein gutes Stück drunter und seither laufen wir in einer
seitwärts, abwärts Korrektur seit einigen Monaten. Und was wir hier jetzt sehen können, ist, dass die Aktie mit dem Rücksetzer schließlich am Freitag die 200-Tage-Linie, steigende 200-Tage-Linie wohlgemerkt, erreicht hat und hier eine bullische Hammerkerze geformt hat im Bereich des Tagescharts. Also das signalisiert ja natürlich auch Erholungschancen, aber ähnlich wie bei den anderen Werten haben wir die Problematik, dass hier zahlreiche Widerstandsthemen vorhanden sind und insofern das Chance-Risiko-Verhältnis nicht so attraktiv erscheint, wenn man jetzt an der Stelle unmittelbar long geht. Wir bräuchten eigentlich, um hier zuversichtlicher sein zu können, was jetzt eine Bodenbildung angeht, bräuchten wir erst einmal entweder eine Bodenbildungsformation oder einen nachhaltigen Ausbruch über diese beiden Widerstände bei 210 und 220 Euro. Und erst darüber könnte man eine gewisse Zuversicht haben, dass es unmittelbar nochmal in Richtung der Hochs gehen würde. Ja, und wenn wir, schauen wir nochmal rein, wenn wir also direkt das Vorwochentief unterschreiten würden, also die 190,50 Euro, dann würde hier eben eine Ausdehnung der Korrekturphase signalisiert. Und wenn ich dann wieder rauszoome, dann sehen wir, dass hier diese primäre Aufwärtstrendlinie vom Corona-Crash-Tief aktuell bei 179 Euro liegt. Und hier haben wir auch eine wichtige Gap-Unterstützung bei 178,32 bis 181. Und insofern wäre jetzt aus meiner Sicht ein kurzfristiges Unterschreiten der 200-Tage-Linie aus bullischer Sicht jetzt nicht tragisch, solange wir uns dann eben in diesem Bereich dann stabilisieren können, hier Umkehrsignale entstehen und dann würde sich unter Chance-Risiko-Aspekten auch ein interessanter Long-Einstieg ergeben können. Da könnte man dann beispielsweise mit einem Stop-Loss unterhalb des Reaktionstiefs hier bei 167 agieren und eben in Richtung 245, 252 Euro dann spekulieren, aber die Stops dann natürlich engmaschig nachziehen, falls es eben in Richtung 197 geht, also dieser wichtigen horizontalen Widerstandszone, die vorher als Unterstützung fungiert hat, also dieser ehemalige Support-Bereich. Wenn wir also in Richtung der Trendlinie fallen würden, wäre das ein plausibles kurz- bis mittelfristiges Erholungsziel. Und da bliebe dann eben abzuwarten, ob es gelänge, diese beiden genannten Widerstände bei 210, 220 aus dem Weg zu räumen, die eben eine prozyklische Bestätigung dafür liefern würden, dass es nochmal in Richtung des Rallye-Hochs hier laufen kann. Ja, jetzt haben wir noch ein wenig Zeit. Da könnte ich noch Daimler, BMW, General Motors und eventuell Infineon mal unterbringen. Schauen wir uns doch vielleicht General Motors an. Da haben wir den richtigen Chart. So, hier können wir sehen, wir haben hier auch eine sehr dynamische Rallye gesehen von Corona Crash Tief, aber das, was hier im Anschluss zu beobachten ist, sieht unter charttechnischen Aspekten bedenklich aus. Also wir haben hier unterhalb dieses Rallye-Hochs bei 64,30 eine mittelfristige, zumindest Top-Formation komplettiert, die 200-Tage-Linie bereits
signifikant unterschritten. Es kann sich noch als Fehlausbruch entpuppen, wenn wir jetzt hier dynamisch wieder über den Bereich 53,50 Dollar etwa ansteigen würden, also auch nachhaltig über die 200-Tage-Linie und dieses Ausbruchsniveaus. Da ja die 200-Tage-Linie immer noch ansteigend hat dieses Szenario durchaus eine gewisse, erfahrungsgemäß eine gewisse Plausibilität. Bleibt aber abzuwarten. Im Moment steht eher die Frage im Raum, ob wir hier ein antizyklisches Signal im Bereich hier des Reaktionstiefs bei 48,71 oder hier eine Stufe tiefer im Bereich 45,28 bis 46,76 bekommen. Wenn ich hier den RSI-Indikator mal einspiele, dann sehen wir sind hier jetzt schon im überverkauften Bereich. Und da wir, wie gesagt, von der Trendindikation, wenn man auf die 200-Tage-Linie aufstellt, hier noch bullish sind, besteht eben eine ganz gute Chance, dass wir zumindest eine technische Erholungsrallye demnächst sehen werden, ob jetzt eben vom aktuellen Niveau oder von dem Bereich der nächsten beiden Unterstützungen ist aus meiner Sicht noch offen. Aber interessanter ist dann natürlich charttechnisch, wenn wir diese Erholungsrallye sehen, ob es eben gelingt, dass wir hier dieses Widerstandsthema dann möglichst dynamisch überwinden können und damit sich diese Top-Formation als Fehlsignal entpuppt. Und dann könnte es durchaus zügig nochmal in Richtung des Rallye-Hochs hier bei 64,30 Dollar laufen. Aber von der Strategie her gesehen wäre es halt so, wenn man hier antizyklisch agiert, dass man dann den Stop engmaschig nachzieht, sobald es hier in diese potenzielle Ziel- und Widerstandsregion geht und vielleicht hier auch dann Teilgewinne mitnimmt und abwartet für die Restposition, ob es denn wirklich gelingt, dann diese massive Widerstandszone aus dem Weg zu räumen und sich das Ganze dann eben als Fehlausbruch entpuppt und das Rallye-Hoch nochmal anvisiert wird. Ansonsten wäre eben zu favorisieren, wenn das nicht gelingt, hier diese Zone zu überwinden, dass wir zumindest dann die erreichten Unterstützungen nochmal testen und dann vermutlich mit Blick auf die Höhe, ich kann das ja mal hier kurz abtragen, wenn wir also die Höhe dieser Umkehrformation einfach nach unten spiegeln, dann lässt sich hier potenzieller Zielbereich um die 43 Dollar aus der Projektion ableiten. Und das schwebt als Damoklesschwert weiterhin über der Aktie, solange eben hier dieser Widerstandsbereich nicht geknackt wird. Ja, dann schauen wir uns vielleicht dann die Aktie von Daimler an. Also hier haben wir auch eine starke Rallye gesehen. Daimler auch hier mit zu den stärksten Werten am deutschen Aktienmarkt. Also das hat es natürlich schon lange nicht mehr gegeben. Ja, im Moment sind wir hier auch im Bereich einer Korrekturphase unterhalb des Rallye-Hochs und Trendlinie können wir wegnehmen. Wie wir sehen können, ist hier die 200-Tage-Linie noch nicht unterschritten worden. Wir sehen hier heute eine Gegenbewegung von knapp oberhalb dieses viel beachteten gleitenden Durchschnitts. Wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, was die potenziellen Erholungsbereiche sind. Da muss ich mal schnell die Linien hier noch anpassen mit der Magnetfunktion so. Dann können wir hier sehen, also eine plausible Zielregion für die mögliche Erholung ist hier dieses Widerstandscluster.
also etwa der Bereich 73,86 bis 75 Euro 10. Wenn es hier unmittelbar weiter hochläuft, wäre das eine Zone, wo die Wahrscheinlichkeit recht hoch wäre, dass es anschließend wieder abwärts geht in Richtung 200-Tage-Linie oder in Richtung des Verlaufstiefs bei 67, 27 Euro. Und erst wenn wir per Tagesschluss drüber ansteigen würden, dann würde diese Triggermarke bei 77 Euro 44 in den Fokus rücken und deren Überwindung würde dann halt das Rally hoch bei 80,41 als potenzielles Kursziel aktivieren. Und mit Blick auf die Unterseite ist hier diese Supportzone aus meiner Sicht dann kritisch, die wir praktisch erreicht haben mit der 200-Tage-Linie als obere Begrenzung. Also dann sollten wir uns hier in diesem Bereich stabilisieren, damit die Rallye sich hier fortsetzen kann. Also das ist hier eine antizyklische Achtsamkeitszone, wo man, falls es hier zu Stabilisierungsanzeichen oder Umkehrsignalen beispielsweise im Kerzenchart käme, dass man da überlegen könnte, eine antizyklische Positionierung einzunehmen, mit einem Stop-Loss etwas entweder unterhalb des 23,6% Fibonacci Retrace und zwar 66,39 Euro oder unterhalb des Konsolidierungstiefs bei 64,12. Wenn wir hier drunter rutschen würden, müsste man auch annehmen, dass sich diese Konstellation als nicht ganz idealtypische Kopf-Schulter-Formation entpuppt und damit würden dann natürlich deutlichere Abwärtsrisiken zunächst einmal in Richtung 60,15 Euro, 57,72 Euro und 54,82 ergeben. Ja, die Zeit ist auch schon rum. Wir sind sogar schon ein bisschen drüber. Dann wünsche ich an der Stelle eine erfolgreiche Handelswoche. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere an Anregungen mitnehmen und ich hoffe auch, dass wir uns dann nächste Woche an dieser Stelle wiedersehen. Vielen Dank, Ralf, für die zahlreichen Analysen. Ein kleiner Hinweis unsererseits. Wir haben im Zertifikatebereich der Société Générale einige Services, die Sie hier im Angebot nochmals sehen können. Darunter fallen auch weitere Webinare, die unter der Woche stattfinden. In dieser Woche ist spannend die Einführung zum Börsenspieltrader 2021. Weitere Informationen zu diesem Webinar finden Sie unter www.ideas-webinar.de. Ansonsten bleibt mir auch nichts weiteres übrig, als Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche zu wünschen und würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss. Tschüss.